So, die Babys sind jetzt 3 Tage alt und ich habe heute Morgen schon frisches Gras geschnitten und aber erstmal zum Trocknen gelegt, weil das war noch sehr nass heute Morgen und die Kleinen sollten ja kein nasses Gras bekommen, überhaupt die Meerschweinchen. Und wie man sehen kann, die 4 größeren Babys, die machen sich auch schon über das frische Grün her. Und was man jetzt nicht sehen kann, die 2 Kleinen sind hinten an der Zitze von der Mutti und können da in Ruhe trinken. Und die 4 Großen, die genießen hier das frische Gras. Ist doch nett anzusehen, wie die mit der Mutti da schon zusammen schön essen. Das ist erstaunlich, 3 Tage alt und die tun schon wie die Großen. Ist faszinierend. Und die großen Babys, die lassen dann die Kleinen auch trinken. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt darauf bestehen, jetzt an die Zitze zu kommen. Wenn die Zitze belegt ist, dann ist sie belegt und dann gehen sie halt wieder. Und dann fressen sie halt was anderes. Das ist eigentlich schön. Ich habe eher gedacht, dass sie die Kleinen unterdrücken werden und vertreiben oder wegschubsen. Aber die sind doch sehr sozial. Also das klappt wunderbar. Die 2 Kleinen, die liegen, wie gesagt, da unter der Hütte an den Zitzen im Schatten. Die sieht man also nicht. Aber sind da. Und die 4 Großen, die laben sich hier. Da sieht man sie mal alle. Das ist schon faszinierend, das Glatthaie. Was doch viel größer ist, dass das mit dazu gehört. Man könnte meinen, das ist nie die Mutter dazu. Aber die gehören alle zu einer Mama. Es wird gestreckt. Ja, Zitze ist immer noch belegt. Und jetzt gehen wir wieder eine Runde. Also ich habe da noch keinen Futterneid irgendwie erlebt. Die sind wirklich sehr sozial. Ist keins mit einem fiesen Charakter dabei. So, das soll es für heute gewesen sein. Da seht ihr mal, dass die 4 größeren Babys schon ganz schön am Probieren sind, was es alles sonst noch zu fressen gibt. Und mit diesen Bildern sage ich dann Tschüss.